behold His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. Schönen guten Abend, liebe Internetgemeinde. Hallo da draußen an allen möglichen Computern, Smartphones, Handys, Tablets und was es sonst noch alles gibt. Wir haben uns heute Abend hier versammelt. Wir, das sind der Jörg mit seinem Kanal Joggler66, Jogglers War on Info, Jörg Lissmann und die Sachen, die ich noch... Entschuldigung. nicht Jogglers War on Info und Disinfo. Ja, dann nochmal von neuem, dann wieder Delete und dann wieder von vorne. Mach weiter. Okay, dann der Viktor, der auch seinen eigenen Kanal hat, der hier nachher im Video mit verlinkt wird und dessen Konterfei oder dessen Avatar, wie man heutzutage sagt, hier gerade eingeblendet wird. Das ist die schöne Berglandschaft, die da ist, und mein ziemlich trister Avatar, ich bin der Michael, der jetzt demnächst einfach mal geändert wird. Das habe ich jetzt gerade just flugs spontan beschlossen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um im ersten Buch Mose, der sogenannten Genesis, dem ersten Buch überhaupt in der Bibel, weiterzufahren. Wir waren in der letzten Sendung waren wir eigentlich bis zum Kapitel 3, bis zum Schluss gekommen. Man möge mich berichtigen, wenn das nicht ganz der Fall gewesen wäre, sodass wir heute eigentlich mit dem ersten neuen Kapitel anfangen, den Kapitel 4, sprich in der klassischen Reihenfolge erstes Buch Mose 4. Und das wird der Jörg jetzt sicherlich in seiner Eigenart als hier Illustrator mal einblenden im Hintergrund. Das dachte ich mir zumindest, dass er das tut. Das ja, macht nö. Er jetzt gerade ganz klamm und heimlich. Nö, das habe ich überhaupt nicht geplant. Ich habe die Bibeltexte bis jetzt noch überhaupt nicht eingeblendet. Außer wir nehmen hier das E-Sort so mit rein. Ne? Das können wir natürlich gerne machen. Das ist dann aber Englisch. Aber wir haben ja beschlossen, dass wir eine deutsche Studie machen. Also auf Basis der König-James-Bibel ist es natürlich in Englisch und auf Basis der Schlachter 2000 ist es in Deutsch. Das Gute ist natürlich, Michael, dass wir hier die beiden miteinander vergleichen können. Und das werden wir auch gleich im allerersten Satz des neuen Kapitels tun, aber ich habe jetzt nicht hier den Bibeltext eingeblendet. Ich habe jetzt die Webseite da deswegen nicht aufgemacht. Die Leute sollen mal bitte schön an ihrer eigenen Bibel selber mitlesen und halt nur an den Bildern erkennen können, wer gerade meint, was zu sagen zu haben oder wer gerade was liest. Und dann habe ich hier ein paar Bilder vorbereitet, wie hier zum Beispiel der Brudermord und sowas und die Bibel, was man daneben einblenden kann. Aber ansonsten blende ich jetzt den Text nicht direkt mit ein. Aber das war eine schöne Einleitung, die du gebracht hast. Aber jetzt wollen wir noch mal eben unseren Hamburger Kapitän zu Wort kommen lassen. Ne? Moin, moin, Viktor. Ja, moin, moin, Matrosen. Ja, ich bin auch wieder mit dabei und ja, sehr erfreut, mit euch verbunden zu sein. Und ja, so denn, lass uns dann doch auch beginnen. Lass die Spiele beginnen, haben sie früher im alten Rom gesagt, ne? Ja, also Kapitel 4. Wir hatten also besprochen die Schöpfungswoche, die Schaffung des Menschen und seiner Frau, dann der Sündenfall, die Folgen des Sündenfalls. Und jetzt kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema. Denn in Kapitel 4, in Vers 1 heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Tja, da hört es auch schon auf. Da muss ich schon in den Kommentar übergehen.
Adam erkannte seine Frau Eva, heißt es in Deutsch. Jetzt gucken wir doch mal eben, wie heißt es denn in Englisch? And Adam knew Eve, his wife. Adam, sehen wir hier, das ist das Wort Adam, dasselbe wie in H120, ja, aber Adam, der Name des ersten Menschen, also auch ein Platz in Palästina, Adam. Und von 120 kommt das Wort und da heißt es ein Mankind, also Menschheit, eine Person, ein Mann. Aber es steht hier ganz deutlich Adam im Deutschen und der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war, wenn wir in Genesis 2 gehen, zum Ende hin, da sehen wir Adam, da steht es hier eben auch so, wie es hier steht. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, weil es war irgendwo diese Verbindung mit dem Menschen. Also in Vers 4 lesen wir, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and I've begotten a man. So, hier sehen wir das nochmal, Mann. Das Wort man, also Mann, das hat eine ganz bestimmte Bedeutung in der König-James-Bibel, also in der englischen Bibel aus dem Hebräischen, Ish, übersetzt. Und mir ist irgendwo deutlich geworden, dass in der Bibel, hier zum Beispiel, ja, voilà, dafür hast du doch. Schlachterbibel, Kapitel 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das ist 2,24. Und wenn wir 2,24 im Englischen uns anschauen, dann sehen wir, und Adam sagte, und hier ist halt eine leichte Fehlübersetzung. Ja? Nee, doch nicht. Ich bin im Vers verrutscht. Okay, streichen wir das. Ich war im Vers verrutscht hier. Dafür wird ein Mann seine Frau verlassen. Dafür wird nicht Adam seinen Mann verlassen, seine Frau verlassen. Ich war im Vers verrutscht hier. Ich dachte, da sprach der Mensch, dass im Deutschen Mensch mit Adam gleichgesetzt wird. Und das wäre halt eine unkorrekte Übersetzung. Nö, aber stimmt soweit. Gut. Dann können wir ja weiterfahren. Da habe ich mich mal geirrt. Schau mal, das passiert eben mal. Oder ich komme jetzt nicht auf den Punkt, den ich machen wollte. Michael, hilft mir da vielleicht ein bisschen auf die Sprünge. Ich muss jetzt einfach nur mal hupen hier. Ja, mach mal. Deswegen, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Probleme mit meinem Computer. Der ist nämlich gerade 3 Videos am Hochladen und völlig out of order. Die Sache ist die, wir sollten vielleicht mal eben auf den Punkt zurückkommen, dass der Adam die Eva erkannt hat. Natürlich hat er die schon vorher gekannt und der ist auch jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt falsch, der Vers. Nur es ist halt sehr biblisches Deutsch oder Bibelsprache sozusagen, die da zur Anwendung kommt. Dieses Erkennen bezieht sich eben nicht auf eine visuelle, visuelles Konterfei, dass man sagt, ach ja stimmt, die Eva, die gibt es auch noch und die kenne ich doch, sondern das bezieht sich halt einfach darauf, auf den Geschlechtsakt. Er erkannte sie, heißt zu Deutsch, die beiden wurden ein Fleisch. Und deswegen ist die gute Dame auch schwanger geworden. Sonst macht der Satz auch keinen Sinn. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen flapsig bin, es ist letzten Endes so, dass in der ganzen Bibel jetzt nicht nur auf Genesis erstes Buch beschränkt, sondern in der ganzen Bibel immer mit Erkennen eigentlich der Vollzug der Ehe, also sprich des Geschlechtsaktes und befruchtenden Samen zur Eizelle gedacht ist und nichts anderes. Und deswegen ist dieser Satz so für jemanden, der jetzt vielleicht ein bisschen jüngeren Datums ist, erstmal nicht nachzuvollziehen. Das wäre mir jetzt erstmal so wichtig zu sagen. Zudem ist es so, dass diese ganze Geschichte mit Adam und Eva ja darauf hinabzielte, Nachwuchs in die Welt zu setzen. Das werden wir später nochmal feststellen. Denn ansonsten hätte Gott ja auch dem Adam einen Gefährten geschenkt. Er hat ihm aber eine Gefährtin geschenkt. Und den Grund und Sinn und Zweck erahnen wir ja schon. Und deswegen glaube ich, dass diese Eva selber nicht umsonst so heißt. Denn Eva ist ja auch ein Synonym oder ein Wort, was in diesem Isort dargestellt ist und übersetzt ist als Leben. Und wenn der Mensch Leben gebärt, dann geht das halt einfach nur über eine Frau. Und da können sich jetzt ganz viele Menschen draußen aufregen. Nein, es geht nicht mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Es geht tatsächlich immer nur mit Mann und Frau. Ja, erstmal dazu dem ersten Satz zu dir, den Kommentar.
Ja, der Punkt war ein Punkt, den hätte ich auch mal machen wollen. Ich war halt im Vers verrutscht, deswegen dachte ich, dass hier Adam mit Mensch übersetzt werden würde in der Schlachter und das wäre dann eine unkorrekte Übersetzung. Da wollte ich drauf hinaus. Ist aber nicht so. Und das, was du jetzt gerade sagtest mit dem Kennen, ja, also Adam erkannte seine Frau, das Wort wird im Grunde immer dafür gebraucht, wenn zwei Menschen sich vereinen, also Mann und Frau, ein Fleisch werden. Das ist richtig, die ganze Bibel durch. Es wird aber auch gebraucht, wenn ein Mann bei einem Mann liegt. Ja? Und das treffen wir an später in dieser Bibel, wenn wir lesen über Lot in Sodom und Gomorra. Da sagen nämlich die Männer von Sodom, dass sie bei den Männern liegen wollen, die Lot besuchen wollen. Und beschreiben damit ganz deutlich, dass sie mit ihnen sexuelle Gemeinschaft haben wollen. Deswegen steht hier auch bereits mit bei der Erklärung, wie ihr seht, Yada. Übrigens, das gibt gleich eine ganz andere Bedeutung an das englische Yada, Yada, Yada. Nach dem Motto bla, bla, bla. Wer hat den Ausdruck nicht schon mal gehört? Yada, Yada, Yada. Guckt mal, wo das herkommt. Ne? Was das eigentlich heißt. Ne? Wird also auch für den Beischlaf gebraucht zwischen Mann und Mann. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Also von daher, es ist zwar eine primitive Wurzel, dieses Wort, aber es wird in einer großen Varietät von Bedeutungen gebraucht. Figurativ, wörtlich, euphemistisch, inferentialistisch, was auch immer das ist. Schließt auch die Observation ein, also zum Beispiel, dann geht es wirklich um Erkennen im visuellen Sinne. Auch gründlich gesehen Instruktion, Designation und so weiter und so weiter. Acknowledge, Acquaintance und so weiter und so weiter und so weiter. Also der Punkt, den Michael gemacht hat, ist ganz wichtig. Erkennen heißt hier in diesem Fall, dass man sexuelle Gemeinschaft mit der Person hat. Wird hier in Genesis natürlich angewandt auf Mann und Frau, weil andere gab es ja noch gar nicht. Und abgesehen davon hat Adam auch lieber, glaube ich, mit seiner Frau geschlafen, als mit irgendwelchen anderen Männern. Lass stehen, dass das dann seine Söhne gewesen wären, wäre ja noch schlimmer. Und bei Lie by Man, also liegen mit einem Mann, da wird das auch für gebraucht. Das ist nur wichtig und das werden wir dann später, wenn wir zu Sodom und Gomorra kommen, lesen. Aber das ist ja noch eine ganze Ecke weg von wo wir heute sind. Und von daher nicht unwichtig, dass Bruder Michael eben genau diese Bemerkung macht mit dem Liegen. Und Adam knew his wife, ne? Und Adam erkannte seine Frau Eva. In der Schlachterbibel steht auch deutlich mit drin unten in der Erklärung, wenn man diese Erklärung braucht oder mitlesen möchte. Im Hebräischen wird erkennen zuweilen auch für den Beischlaf verwendet. In der Bibel sehr häufig natürlich. Ne? Aber nicht ausschließlich. Das Wort knew, also die Vergangenheitsform von know, kennen, wird natürlich auch in anderen Dingen hier gebraucht, aber in diesem Fall kommt es hier 946 Mal vor und die Wurzel dieses Worts kommt 7302 Mal vor. Das heißt also, dass die Bibel kein Wort ist, wo es um Sex geht, weil die 7302 Mal ist hauptsächlich eben die Wurzel dieses Worts. Die bestimmte Bedeutung von die sexuelle Handlung auszuführen, das ist das andere Wort, das ist 3045 und das kommt nur 946 Mal vor. Ist immer noch viel, aber wir dürfen ja nicht vergessen, die Bibel ist kein Sexbuch, sondern die Bibel ist ein Buch, wo es auch um die Genealogie der Geschichte der Menschheit geht. Und wir werden ja nachher noch lernen, dass wir lernen werden, wer welche Menschen fortgebracht hat. Also wer der Vater war, wer dem seine Söhne waren und seine Töchter waren, vor allen Dingen seine Söhne, welche Söhne er fortgebracht hat. Und dann wird immer das Wort No gebraucht. Also die Bibel ist kein Porno, sondern die Bibel ist ganz deutlich ein Buch, das dieses Wort gebraucht in dem Moment, wenn sich Leute hier fortpflanzen, um das mal jetzt so eben zu sagen. Das wären jetzt meine zwei Cents zu diesem Satz. Aber vielleicht hat ja unser Bruder Viktor auch noch etwas zu sagen dazu. An sich habt ihr das kurz gut so entschlüsselt, fand ich jetzt. Wüsste ich jetzt nicht, was ich noch ergänzen könnte. Ja, vielleicht hast du was zu ergänzen oder vielleicht hast du was zu fragen. Ne? Kann ja auch sein, ne? Dass du in der Frage sitzt. Ne? Nee, an sich ist alles klar. Na, wunderbar.
Dann fahren wir mit dem zweiten Vers fort. Was haltet ihr davon? Gucken wir mal eben. Vers 2. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte. Kein, aber ein Ackerbauer. Sehr interessant. Was ist interessant? Das Ganze ist interessant. Das Ganze ist interessant. Ja, die ganze Bibel ist interessant. Das kannst du sagen. Ja. Ich lese jetzt gerade hier in meiner Papierschlachter sozusagen drin. Ja, ich auch. Und ich finde es halt einfach sehr interessant, dass da erstmal der gute Mensch Abel heißt. Abel ist, ich habe jetzt noch nicht mal die Referenz von Esau jetzt gerade auf, die ist mir jetzt auch relativ einerlei. Es geht einfach darum, dass der Name Abel schon eine bestimmte Bedeutung hat, denn er endet auf die Endung El, wie Elohim. Mhm. Und mit El, die Endung mit El, die ist in... steht für göttlich, ne? Steht für göttlich, genau, für alles, was mit den Dingen zu tun hat, die von Gott sozusagen ordiniert sind oder mit den Menschen oder mit den Wesen zu tun hat, die halt von Gott für irgendetwas bestimmt sind. Beispielsweise Daniel oder wenn wir an die Erzengel denken, Michael, Raphael, Gabriel. Da haben wir überall dieses L, I-L. Und da der erste Name, wo dieses EL in der Bibel auftaucht, jetzt schon im ersten Buch Mose ist, bei Abel, kann ich alleine schon an dem Wortstamm oder einer Wortzusammensetzung schon erkennen, dass es irgendetwas wohl Gutes sein muss oder sein soll. Sonst wäre der sicherlich anders benannt gewesen. Das ist zumindest das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Kapitel gelesen habe. Also deswegen mal eben kurz dieses EL nochmal in den Raum geworfen. Mhm. Und dann finde ich halt einfach sehr interessant, wenn man halt schaut, dass der Satz selber im Kapitel 4, oh, jetzt habe ich gerade ein tränendes Auge, 4,2 dann heißt, und weiter gebar sie seinen Bruder Abel, ja, und Abel wurde ein Schafhirte, kein, aber ein Ackerbauer. Und da sind wir wieder bei einem Abel, bei einem Hirten, ja, eventuell bei einem guten Hirten. Und deswegen finde ich halt die Wortwahl des Abel interessant und ich finde interessant, welchen, in Anführungsstrichen, Beruf, welche Berufung dieser Abel hatte. Der hatte die Berufung, eine Herde zu führen. Der hatte die Berufung, eine Verantwortung zu übernehmen gegenüber anderen Lebewesen. Und das zusammen finde ich schon sehr interessant aus diesem einen Satz. Abel und der Schafhirte. Ja, so wie das du das erklärst, da könnte man ja beinahe glauben, dass Gott sich da was bei gedacht hat. Das würde ich der ganzen Bibel unterstellen, dass es da Dinge gibt, deren Bedeutung wir jetzt auch gar nicht ermessen können, die halt später erst oder vielleicht mit göttlicher Unterstützung uns erst offenbart werden. Denn zum ersten Mal, als ich die Bibel gelesen habe, weiß ich nicht mehr, wie alt ich gewesen bin, aber da bin ich alleine schon über dieses Erkannte seine Frau gestolpert, habe gedacht, meine Güte, reden die da um heißen Brei rum oder war der kurzsichtig oder so? Und da war ich da in jungen Jahren schon so ein bisschen ratlos. Und deswegen liegt es mir natürlich heute umso einfacher, wo ich die Bibel dann schon in verschiedenen Altersperioden sozusagen mal so ein bisschen auszugsweise oder halt etwas mehr gelesen habe. Aber dieses Abel und Schafhirte ist schon eine sehr, sehr interessante Kombination, oder? Finde ich auch. Ja, dem stimme ich zu. War mir so im Grunde noch gar nicht aufgefallen. Also ich habe mir da nichts weiter dabei gedacht. Das ist eben der Unterschied zwischen Gott und mir. Gott denkt sich bei solchen Sachen was. Und ich komme manchmal noch nicht auf seine Gedanken. Aber deswegen machen wir ja die Studie hier zusammen. Also heißt das eventuell auch, es gibt so eine Art auch, ich meine, ich spreche jetzt ja für mich eher, dass man so einen Hang eher zu Tieren hat als zu Pflanzen. Ja, es heißt erstmal, das weiß ich nicht, ob es das heißen würde. Ich würde hieraus verstehen, dass der eine sich halt zur Aufgabe macht, Schafe zu hüten. Und wir wissen ja, dass Schafe, dass das die einen Schäfer brauchen, jemand, der auf sie hört, eine Autorität hat. Abel hatte wohl eine ordentliche Autorität, wie wir ja auch im weiteren Verlauf dieser Lesung noch merken werden. Ich denke, das hat irgendwie damit zu tun. Also Gott wird sich da was bei gedacht haben, dass der eine Schafhirte wurde und der andere Ackerbauer, weil wir wissen ja aus eigener Erfahrung, aus unserem eigenen Leben, dass unsere Berufe, die wir ausüben,
uns ja auch von Gott gegeben sind. Ne? Gott lenkt ja alles, was wir tun. Wir denken immer, dass wir das aussuchen, aber es ist ja Gott, der uns im Grunde diese Aufgaben gibt und der uns Möglichkeiten gibt und der uns Talente gibt. Und diese Talente setzen wir ein. Und hier war es wohl so, dass, schätze ich mal, wie wir das ja heutzutage auch haben, nicht alle Menschen sind gleich, dass der Abel vielleicht auch von einem sachteren Körperbau war als vielleicht der Kain und dass der Kain mehr für diese körperliche Arbeit geschaffen war und der Abel halt eine leichtere körperliche Arbeit besser verrichten konnte. Wobei scharfe Hüten und ganz sicher scharfe Scheren und sowas ja auch keine leichte Aufgabe immer ist. Aber ich meine nur mal eben so im Vergleich. Aber Gott hat sich da sicher was bei gedacht, ja. Gehe ich mal von aus. Hätte da noch eine andere Idee dazu? Ja, bitte. Wir hatten ja schon mal festgestellt, dass Tiere eine Seele haben und Pflanzen eben nicht. Das heißt, die Verantwortung, die dem Abel obliegt, ist eine wesentlich höhere als die, die dem Kain obliegt. Das heißt, Abel ist der Erste, dem eine Verantwortung für andere Lebewesen übergeben worden ist. Ja. Und deswegen sehe ich seine Aufgabe halt als nicht nur von Gott ordiniert, sondern halt einfach auch als die verantwortungsvollere an, als der Kain, der den Boden im wahrsten Sinne des Wortes beackert, ohne das er schlecht zu machen. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwelche Menschen, die der Landwirtschaft frönen, jetzt irgendetwas absprechen. Darum geht es nicht. Es geht einfach um den Vergleich, wenn wir sehen, Ackerbau und Viehzucht. Ja? Bei Viehzucht und bei Vieh hüten, da habe ich eine Verantwortung gegenüber einem Lebewesen, das mit einer Seele ausgestattet ist. Das habe ich bei den Pflanzen nicht. Wenn ich da versage oder da Mist baue in meinem Beruf, bei meiner Berufung, hat das keine und hat das keine in dem Sinne tödlichen Konsequenzen. Und wenn in dem später nachfolgenden 10 Geboten das 6. heißt, thou shalt not kill, du sollst nicht töten, ja, dann ist das sicherlich ein Gebot, was bei Tieren schwerer wiegt als bei Pflanzen. Und deswegen kriege ich bei dem Abel als Schafhirte hier so mehr oder weniger das Gefühl, dass ich sage, das ist der erste Mensch, dem eine Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen jetzt auch mal ganz offiziell gegeben wurde. Wenn du sagst, es gibt keinen Zufall in dem Sinne, es gibt nur etwas, was einem zufällt, wo der Beruf von Gott sozusagen einem schon in die Wiege gelegt worden ist, sprechen wir mal von sogenanntem Talent, ja, dann ist der Abel sicherlich derjenige, der das größere Talent hatte, zumindest mit anderen Lebewesen pfleglich umzugehen. Ich betone das schon mal so, für die Dinge, die da noch kommen werden, ne? Es könnte natürlich auch in einem anderen Zusammenhang noch interessant sein. Das eröffnet sich mir jetzt gerade eben. Du sagst davon, dass Abel von Gott ausersehen wurde, eben eine verantwortungsvolle Aufgabe zu bekommen, weil ein Schafhirte eben auch ein Hüter über Seelen ist. Auch wenn es nur tierische Seelen sind. Und was heißt nur zwischen Anführungszeichen zu verstehen, bitte. Weil es ist ja doch ein Unterschied, ob ich eine Verantwortung habe gegenüber menschlichen Seelen oder gegenüber tierischen Seelen. Aber nichtsdestotrotz, eine Verantwortung gegenüber Seelen ist eine Verantwortung gegenüber Seelen. Und der Kain also nur eine Verantwortung bekommt über den Ackerbau. Dann könnte man vielleicht ja auch davon ausgehen oder könnte es so verstehen, um zu sagen, dass Gott aufgrund der Talente, die er ihnen mitgegeben hat, Abel Kain gegenüber vorzieht. Nun ist es aber so, Kain war der Erstgeborene und Gott legt immer einen gewissen Nachdruck auf die Erstgeburt. Wie wir zum Beispiel jetzt nur mal eben aus der Luft gegriffen sehen, später, wenn wir in Ägypten sind, da wird ja alle Erstgeburt der Ägypter sowohl tierisch als menschlich getötet in der Nacht des Passover, des Pascha-Festes. Die Erstgeburt ist immer wichtig und wir sehen das auch später noch, wenn Jakob und Esau auf die Welt kommen. Ja? Das ist ja auch so ein interessanter Punkt. Nun, ich möchte gerade eben mal die Verbindung machen, jetzt ohne mal selbst die Bibel, jetzt die entsprechenden Verse dabei zu holen. Ich glaube, das ist irgendwo in Kapitel 18, 19, 20 in der Höhe. Da ist es ja so, dass Jakob und Esau geboren werden
Esau wird erst geboren und Jakob hält sich an seinem Fuße fest. Ja? Nach dem Motto, die beiden hatten einen Streit im Mutterleib, wer denn bitte schon als Erster rauskommt. Und die Erstgeburt, dem wird dann später eigentlich ein Segen versprochen vom Vater, Isaak, wenn ich das, den Namen jetzt richtig zusammenkriege, so aus dem Kopf mal eben. Und Esau verkauft sein Erstrecht nachher für einen Pott Linsensuppe an seinen Bruder, verkauft seine Segnung und der kriegt sie. Das heißt aber, der Zweitgeborene bekommt hier eine höhere Segnung als der Erstgeborene. Und hier haben wir dann im Grunde mit Kain und Abel ja auch schon genau das Gleiche. Abel ist der Zweitgeborene, kriegt aber eine verantwortungsvollere Aufgabe als der Erstgeborene, Kain. Seht ihr da irgendwo einen Patron? Seht ihr da irgendwo ein Patron, sage ich, das ist ein flämisches Wort, ne? Wie sagt man denn das in Deutsch? Michael, hilf mir mal. Ein Synonym oder was? Ja, oder? Irgendwie, dass da irgendwie ein Sinn hintersteht, sage ich jetzt mal so. Ja, dass man irgendwie eine bestimmte Tradition darin erkennt oder eine Absicht dahinter erkennt, das auf die Art und Weise zu machen. Stimmt ihr mir auch zu mit meiner Erklärung oder meiner Frage, die ich ja hier mehr in den Raum stelle von, ja, ist es so? Gibt Gott dem Abel eine größere Verantwortung als dem Kain? Und warum gibt er die Verantwortung dem Zweitgeborenen anstatt dem Erstgeborenen? Warum hat Gott Esau erst geboren lassen werden und nicht Jakob, der ja später den Segen bekam und so weiter und so weiter? Interessante Frage, ne? Was findet ihr denn davon? Ja, ist ein interessanter Punkt. Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen noch weiter studieren in der Bibel, um vielleicht diese Frage noch ein bisschen dahingehend schlüssiger uns beantworten zu können. Mhm. Aber ich finde schon an sich so, den Vergleich kann man schon mal an der Stelle schon mal machen, ja. Mir ist auch sonst, weil ich ja noch nicht so bibelfest bin, sind mir nicht so viele Gefälle bekannt in der Bibel, wo es zwei Brüder gibt, erstgeboren und zweitgeboren, und eine gewisse Absicht dahinter steht, diesen Männern, wenn sie dann groß geworden sind, also Männer sind, diese jungen Männer geworden sind, um denen eine bestimmte Verantwortung oder eine Aufgabe zu geben. Und genau hier ist es natürlich so, die waren die ersten beiden. Ja, und da finde ich es doch interessant, dass man da zumindest doch gedanklich mal kurz bei stehen bleibt. Was hat sich der Herr dabei gedacht? Dass die Erstfrucht, der Erstgeborene, immer so wichtig ist, erscheint. Durch die ganze Bibel ist das ja etwas, was sich durchzieht. Kann man ja auch selber mal eine Google-Suche machen oder eine DuckDuck-Suche. Ich habe jetzt umgeschaltet auf DuckDuck anstatt auf Google. Ich gehe jetzt auf eine weniger kontrollierte Seite, wenn ich meine Suchen mache. Und da kann man ja mal sehen, was spuckt die denn dabei aus? Wichtigkeit der Erstgeburt in der Bibel oder im Verstand Gottes. Also, es geht uns jetzt nicht darum, hier den ganzen Vers zu zerhacken und auf den ersten zwei, drei Versen eine Stunde rumzuhacken, aber ich glaube, das ist doch auch eine Sache, wo man mal stehen bleiben sollte. Deswegen nennen wir das ja hier eine Bibelstudie. Es ist ja keine Bibellesung, es ist eine Bibelstudie. Wir wollen durch das Lesen dieser Bibel ein besseres Verständnis der Bibel und ein besseres Verständnis des Wortes Gottes bekommen. Und deswegen machen wir das hier. Und ich sage es nochmal deutlich für alle, die es bis jetzt noch nicht begriffen haben, die sich dieses Video anschauen. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Kommentare darüber zu geben. Deswegen habe ich die auch ausgeschaltet bei diesem Video. Es ist eine für uns Studie, die uns in bessere Erkenntnis leiten soll, die wir ganz einfach nur mit anderen Leuten teilen möchten. Deswegen nehmen wir das auf. Deswegen ist das auch kein tolles Video, um mit Bildern anzugucken. Das ist eher etwas, um sich zurückzulehnen und sich zu konzentrieren, seine eigene Bibel beizuholen und mal zuzuhören und sich seine eigenen Gedanken dabei zu machen und dann eben in der Bibel zu studieren, um eine bessere Erkenntnis des Wortes Gottes zu bekommen. Das wollte ich nochmal eben dazu sagen. Habt ihr noch was oder soll ich fortfahren mit der Lesung soweit? Meine Meinung dazu, du kannst ruhig fortfahren. Ich denke, die Sache mit den Erstlingsgeburten, Moment, Entschuldigung, wird sich nachher noch ein bisschen aufdröseln. Ich habe da zwar auch meine eigene Meinung zu, aber da müssten wir jetzt noch andere Bibelkapitel zu nehmen. Im Endeffekt ist es so, der Erstgeborene selber hat zwar dieses Vorrecht, der Erstgeborene zu sein, aber ihm obliegt dann die Verantwortung für seine Geschwister. Und das kann auch ein
wahrsten Sinne des Wortes ein Kreuz sein. Denn es ist schon, es ist dann letzten Endes eine, ja, ich kann es jetzt mit Worten gar nicht aufdröseln, es ist jetzt mehr oder weniger jetzt ein Augenblick, so eine emotionale Sache, die ich da gerade so habe. Der Erstgeborene selber ist ja etwas, was der Schöpfer entscheidet, wer der Erstgeborene ist. Und nicht etwas, das der Mensch entscheidet, wann die Frucht befruchtet wird oder wann eine Empfängnis stattfindet. Das ist ja lang zwangsläufig, sehen sich ja eigentlich Frauen immer als, ja, als Wiege der Schöpfung sozusagen, aber sie sind ja der Geburtskanal ohne Wenn und Aber. Und deswegen finde ich diese erstgeborene Geschichte, da sehe ich ein bisschen ein Problem. Aus dem einfachen Grunde, dass der Erstgeborene selber sich erhöht über die anderen, weil er sagt, guck mal hier, ich bin derjenige welcher. Und da kommt für mich so ein bisschen Stolz rein. Guck mal, ich bin älter, ich bin weiser, ich muss auf mich aufpassen, ich bin älter als du. Er hatte aber gar keinen Verdienst dran. Ich habe da so einen komischen Beigeschmack mit diesem Erstgeborenen. Aber ich würde jetzt erstmal weiterfahren. Ja, wir wissen ja, dass die Menschen immer meinen, dass sie stolz auf etwas sein müssen, wo sie überhaupt keine Aktien drin haben. Ich habe keine Aktien darin, wann ich geboren werde, wo ich geboren werde, warum ich geboren werde, ob ich weiß, grün, gelb, schwarz, blau oder welche andere Hautfarbe auch immer habe. Da habe ich überhaupt keine Aktien drin. Ich muss nicht stolz sein, dass ich in Deutschland geboren bin. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin in Hamburg geboren. Wäre ich 70 Kilometer weiter östlich geboren gewesen, dann wäre ich in der DDR damals geboren werden. Mein Leben wäre wohl ein wenig anders verlaufen, gehe ich mal von aus. Aber Gott hat es eben so vorgesehen, wie es durchgelaufen ist. Aber das gibt mir doch kein Anrecht darauf, stolz zu sein, Hamburger zu sein oder stolz zu sein, Deutscher zu sein. Nein, also wenn ich überhaupt... Also abgesehen mal davon, dass ich nicht stolz bin auf irgendetwas, weil Stolz ist an sich schon ein verkehrtes, ein schlechtes Gefühl. Aber wenn ich mich geehrt fühle, irgendetwas zu sein, dann ist es ein wiedergeborener Christ zu sein und ein Bürger des Königreichs unseres Herrn zu sein. Da würde ich das, wenn überhaupt ich das Wort Stolz jemals gebrauchen würde, dann würde ich das dafür gebrauchen. Aber auch da habe ich ja nichts für erreicht. Stolz, das ist ein Punkt, den habe ich früher schon immer gebracht. Entschuldigung, ich muss das mal eben wirklich nochmal loswerden. Das hat ja vielleicht noch nicht jeder von mir gehört. Ich finde, stolz sollte man auf etwas sein, was man selbst erreicht hat. Also wenn ich zum Beispiel irgendwann eine schwierige Aufgabe erledigt habe oder irgendwas, dann kann man zurückgucken, kann man sagen von, ey, ja, da kannst du stolz drauf sein, dass du das geschafft hast, dass du das und das überwunden hast. Oder wie auch immer, wobei man auch immer eben begreifen muss, Stolz ist in der Hinsicht ein verkehrtes Gefühl, weil von uns selbst, sagt die Bibel deutlich, können wir gar nichts. Aber mit Jesus Christus können wir alles. Also ist Stolz immer ein verkehrtes Gefühl. Ja? Und das wollte ich doch nochmal eben loswerden in der Beziehung. Ja, und Deswegen lass mich mal eben kurz bitte den Punkt machen, dass ich da dieses Problem genau sehe. Durch Stolz ist Luzifer gefallen, ja, aufgrund seiner Schönheit, aufgrund seiner Weisheit, ja. Da ist Luzifer gefallen und da müssen wir halt einfach schauen, dass er will ja immer als Gott angebetet werden, ja, und hat ja den anderen auch versprochen, ihr werdet sein wie Gott, wenn wir uns jetzt... mal daran erinnern, was im dritten Kapitel da alles im Garten Eden unter dem Baum der Erkenntnis da so abgelaufen ist. Und da sehe ich genau diesen Stolz, dieses verkehrte Denken, dass man eben genau sich selber quasi die Lorbeeren gibt, um das mal so zu sagen, den Lorbeerkranz umwirft und eben nicht dem Schöpfer gedankt und sagt, oh, danke für das Recht der Erstgeburt, sondern dass der Erstgeborene dann sagt, ja, aber Moment mal, ich bin doch älter als du. Oder wenn wir es jetzt auf andere Dinge beziehen, wenn beispielsweise jetzt, ich weiß, jetzt kommen die Frauen wieder und sagen, ich bin nicht frauenfeindlich, ich sage ja nur die Wahrheit. Ja, wenn Frauen sagen, ah, ich weiß, dass ich schön, ich weiß, dass ich gut aussehe. Ja, aber das ist eben nicht der Verdienst der eigenen Person, sondern es hat sich keiner so gemacht, wie er gemacht ist. Es hat sich keiner da reingesetzt und hat, so, ich spiele jetzt mal Erstgeborener. Oder, oh, ich werde jetzt mal eine richtig gut aussehende Frau, sondern das sind ja Dinge, die sind von der Natur bzw. von der Schöpfung so vorgegeben. Wenn die Menschen das selbst machen könnten, Michael, dann wird es ja keine hässlichen Menschen geben, gehe ich mal von aus. Ja, und selbst da ist die Frage, es gibt ja diesen schönen Spruch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ne? Wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, und deswegen ist die Frage, wer setzt jetzt da den Maßstab? Ja, nur weil jetzt die meisten Menschen jetzt ein gewisses Attribut da jetzt jemanden vergeben. Da muss man dann einfach mal schauen, wie die Menschen sich dann so verhalten und die Menschen sich da entwickeln, wenn sie älter sind. Da stellt sich dann aber dann wieder die Spreu vom Weizen. Denn später, wenn die physische Attraktivität zwangsläufig zurückgeht, dann bleibt von der kompletten Attraktivität eines Menschen, völlig egal ob Mann oder Frau, nicht mehr allzu viel über. Das heißt, da ist man dann eigentlich, da sind halt andere Qualitäten gefragt und deswegen finde ich es nicht jetzt besonders schlimm, älter zu werden. Ich sehe da halt einfach viel gelassener über viele Dinge hinweg, die für mich noch wichtig waren, als ich dann jünger war. Aber ich denke, dieser Stolz der Erstgeburt und diese besondere Verantwortung, die dem erwächst, ja, eben auf die jüngeren Geschwister aufzupassen, ja, größere Aufgaben anzunehmen im Rahmen der Familie, das sehe ich halt als auch ganz, ganz schwierig an. Also ich finde jetzt die Erstgeburt nicht unbedingt für den Erstgeborenen persönlich eine optimale Position. Denn wenn wir doch mal ehrlich sind, oder eine einfache Position, wenn wir doch mal ehrlich sind, in einer normalen Familie, da ist doch immer dieses Nesthäkchen. Ja, das doch eigentlich die Person ist, ob männlich oder weiblich, die Aufmerksamkeit bekommt. Der Kleine ist die Lütte oder die kleine Maus und so, ne? Kennen wir doch alles. Ne? Der Erstgeborene hat doch immer die größte Verantwortung und ist halt einfach nicht derjenige, der da jetzt einen besonderen Vorteil daraus erzielt, es sei denn, er erbt dann ein Familienimperium oder. Aber ich sehe das ganz gefährlich an, der Erstgeborene zu sein, weil man dann halt einfach denkt, guck mal hier, ich kann mich über andere drüber stellen, weil ich älter bin. Und dann auch die Macht missbrauchen, indem man sagt, nö, ich bin jetzt hier der Bestimmer über meine kleinen Geschwister. Aber fahr mal ruhig weiter. Also ich sehe das mit dem Erstgeborenen als zweischneidiges Schwert. Ja, gut, ich glaube, vor allen Dingen im nächsten Vers wird schon etwas deutlich, wenn wir dann mal weitergehen auf diese Erstgeburt hin. Weil es heißt in Vers 3, und es schah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Also Kain ist der Erste, der opfert. Er ist der Erstgeborene und er bringt auch das erste Opfer. Ja? Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah, dass Abel und sein Opfer an. Also er erkannte es an. Ist ja interessant, dass Kain hier also von seinem Erstlingsrecht, lass uns mal sagen, dann Gebrauch macht, um das erste Opfer zu bringen. Und Abel bringt dann sein Opfer damit bei. Aber wie wir im weiteren Verlauf lernen werden, sehen wir, dass ein Opfer vor Gott genehm war und ein Opfer vor Gott weniger genehm war. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ja, das ist auch eine interessante Manier, um das mal zu besprechen, wenn man dann mal sieht, wie das hier im Englischen heißt. Da sprechen wir nämlich von Countenance, ein sehr interessantes Wort, hier 6440. Pornim, ein Plural, immer benutzt, auch wenn es im Singular gemeint ist, ein sehr interessantes Wort mit einer sehr interessanten Bedeutung. Ja? Also vom Gesicht, das man abwendet, gebraucht in einer großen Varietät von Zupassungen. Und zwar figürlich und wörtlich und figürlich. Als eine Präposition akzeptieren, aber auch gegen Wut, solange wie ein Kampf. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe keine Lust, hier die ganzen Wörter zu übersetzen. Aber es ist ein sehr interessantes Wort, was wir im Deutschen eigentlich, möchte ich mal eben sagen, mit seinem Angesicht senken, finde ich persönlich auf eine sehr schwierige Art und Weise übersetzen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Mir bringt das Lesen der König James mit dem Wort Countenance mehr Verständnis als sein Angesicht senken.
das ist bei mir so. Ist das jetzt nur bei mir so oder wie seht ihr das? Wie versteht ihr das, sein Angesicht senken? Ja, das ist halt einfach, ihn halt einfach nicht anerkennen. Ja, nicht anerkennen, also ihn gar nicht so beachten als Mensch, ja, sondern halt ihn einfach dann so als Luft behandeln, halt einfach sein Angesicht abwenden. Für mich eine Bedeutung, dass ich mit jemanden halt gar nicht kommunizieren will, mit jemandem gar nichts zu tun haben dass will. Dass ich mich abschließe von anderen, ne? Ja. Das ist das, was mir gerade so aufkommt, dieses sich abwenden, wie das hier dann so steht, dass man das vielleicht verstehen könnte als in sich gehen, ja, in sich selbst gehen, sich mit sich selbst beschäftigen, anstatt sich mit dem zu beschäftigen, was Gott jetzt zum Beispiel gesagt hat, anstatt sich offen zu stellen für Kritik zum Beispiel auch. Ich glaube, ja, das ist genau der Punkt, den ich jetzt, wo ich jetzt reinhauen wollte. Das ist das, was jetzt meine Theorie sozusagen jetzt in die Praxis umsetzen würde. Ich meine, wir wissen ja alle, wie die Geschichte ausgeht, aber die Geschichte von Kain und Abel ist ja nun mal halt kein Buch mit 7 Siegeln, sondern halt letzten Endes eine Sache, die ja eigentlich jedem da draußen, der sich zumindest diese Lesung anguckt, ja schon fast klar ist, wie die Sache da endet. Aber das ist genau die Reaktion, die Kain jetzt zeigt gegenüber Gott, ja, ist die Reaktion eines stolzen Menschen. Denn wenn hier steht, jetzt muss ich mir wieder die deutsche Übersetzung nehmen, weil ich mich gerade in einem ganz anderen Buch bin, bin ich auch gerade wieder in der englischen Übersetzung drinne hier. Wenn jetzt da steht, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Dann haben wir ganz große Probleme, denn zum einen, sein Angesicht senkte sich ja gegenüber dem Herrn. Das ist ja eh schon Frevel, denn der Herr ist sein Schöpfer und der Herr, da kann ich nicht hingehen und kann sagen, so, ich will jetzt gar nichts mit dir zu tun haben. Im Endeffekt gehe ich ihm ja aus dem Wege, wenn ich ihn nicht angucke. Da will ich ja letzten Endes mit ihm jetzt gar nicht konfrontiert werden. Das ist ja eh schon sozusagen ungehorsam. Das weitaus Schlimmere, wenn man das sagen kann, ich will ja nicht werten, aber das Schlimmste, was da ist, ist eigentlich die Reaktion von Kain. Denn in dem Moment, wo er getadelt wird oder nicht anerkannt wird, sein Opfer beziehungsweise nicht anerkannt wird, da wurde er sehr, sehr wütend. Wäre er jetzt ein gehorsamer Mensch, dann wäre er enttäuscht, dann wäre er traurig, dann wäre er verzweifelt, deprimiert und. Aber wütend kann ich nur dann sein, wenn ich einen gewissen Stolz habe auf meine Arbeit, wenn ich sage, guck mal hier, ihr müsst mich anerkennen, ich bin der tollste Ackerbauer, ich bin der tollste Typ und wie kann man mich nicht anerkennen? Ja? Und das ist genau dieser Stolz, den ich eben eingangs meinte, den Luzifer gehabt hat, als er gesagt hat, guck mal hier, ich bin der Schönste. Ich bin der Tollste, ich bin der Weiseste, ich bin total wichtig. Und ihr müsst mich angucken, ihr müsst mich anbeten. Und das ist genau die Sache, die ich hier bei Kain sehe, wo Kain halt einfach seinen Stolz hat. Und wo ich nicht weiß, wo er diesen Stolz hernimmt. Aber naja, an ihren Früchten sollte er sie erkennen. Ne? Ja, wo er den Stolz hernimmt, das werden wir natürlich im weiteren Verlauf dieser Bibelstudie noch lernen. Eben. Aber ich glaube, es ist auch ein anderer Punkt, auf den wir vielleicht mal eingehen müssen. Das ist nämlich die Art des Opfers, die hier dargebracht wurde. Mhm. Schaut, wenn wir nochmal in Vers 3, in Vers 2 lesen, da steht als letzter Satz, Vers 3, und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Wir müssen doch auch ein wenig, glaube ich, mal darauf eingehen, dass die Art der Opfer, die hier gebracht werden, von unterschiedlicher Art sind. Nun ist es so, dass uns das Gesetz erst mitgeteilt wird im zweiten Buch Mose, nämlich Exodus Kapitel 20. Ja, da werden die Steintafeln uns mitgeteilt. Und da schreibt Gott mit seinem eigenen Finger 10 Gebote auf 4 Steintafeln, nämlich
zwei Steintafeln jeweils Vorder- und Rückseite. Ja, schreibt er die Gesetze auf für Moses. Nun ist es aber so, dass dieses Gesetz den Menschen von vornherein bereits bekannt war. Weil sonst ist ja überhaupt keine logische Erklärung dafür da, dass lange bevor Moses diese Steintafeln vom Berg runterholt, Abraham vor Gott bereits als gerecht anerkannt wurde. Und Gott kann ja nur jemanden als gerecht anerkennen, der sein Gesetz befolgt. Das heißt, auch diese ersten Menschenkinder, die Abel, Kain und Abel, mussten auch wissen, was Gottes Gesetz ist. Und sie mussten die Regeln von Gott kennen. Und das wird noch deutlicher, wenn wir in den nächsten Vers mit reingehen. Deswegen möchte ich den gerne noch mit reinnehmen, aber dann möchte ich weiter über die Opfer noch mal ein wenig sprechen. Gott sagt hier in Vers 7, ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Über die Sünde sollen wir herrschen. Wir können aber als über die Sünde auch nur herrschen, wenn wir wiedergeborene Christen sind. Ja? Wenn wir aus dem Fluch des Gesetzes durch Jesus Gnade herausgenommen sind, dann können wir über die Sünde herrschen. Noch immer nicht perfekt. Nein, wir bleiben Sünder, bis wir dieses Leben hinter uns lassen. Aber wir können die Versuche jedenfalls schon mal anstellen. Der Punkt ist, dass Gott hier ganz deutlich sagt, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Da macht Gott doch ganz deutlich mit, dass Kain mit diesem Opfer nichts Gutes getan hat. Und warum hat Kain nichts Gutes getan? Dann lass uns doch mal eben über die beiden Opferarten sprechen. Bis dahin ist ja auch schon mal ein Opfer schon dargebracht worden, ne? Hatten wir durch den Fall des Menschen ja, also den Sündenfall, dass die Adam und Eva ja sich mit, was waren das? Feigenblättern oder sowas. Feigenblättern bekleidet, ja. Genau. Und Gott hat ihnen Felle von einem geschlachteten Tier gebracht. Ja, richtig, das, genau. Das war das erste Opfer. Das ist vollkommen richtig. Deswegen meine ich ja auch, dass eben auch wenn wir es hier nicht explizit drin lesen, aber den Menschen das Gesetz mitgegeben wurde. Und es wurde ihnen ins Herz geschrieben, genau wie es uns ins Herz geschrieben wurde. Ja? Heute sprechen wir von der Beschneidung des Herzens. Damals sprach man von der Beschneidung des Körpers. Das ist wieder eine andere Sache. Das führt zu weit, um da jetzt drauf einzugehen. Aber der Punkt ist, dass den Menschen deutlich war, was Gutes und was Schlechtes ist. Sie haben doch, Adam und Eva, ihre Eltern, haben von dem Baum der Erkenntnis gegessen und sie wussten, Gut und Böse zu unterscheiden. Dann sagt Gott hier selbst so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Dann weiß ich doch, was Gutes und dann weiß ich auch, was Schlechtes. Kain wusste, dass es nicht gut ist, Gott ein Opfer zu bringen von den Früchten des Erdbodens, weil es geht hierum, um über die Sünde zu herrschen und für die Vergebung von Sünden muss Blut vergossen werden. Das wussten sie. Aber wenn er das dann wusste, dann hat er ja letztendlich dann ja Anerkennung von anderen Menschen offenbar versucht zu erhaschen. Was Kain getan hat, ist, er hat rebelliert. Er hat rebelliert gegen die Anweisung von Gott, ein ihm genehmes Opfer zu bringen, wie Abel es getan hat. Er hat seine eigenen Werke gebracht zu seiner Rechtfertigung. Von wem kennen wir das bitteschön heute? Von wem kennen wir das bitteschön die letzten 2000 Jahre? Der römisch-katholischen Kirche, ne? Erlösung durch Werke. Die römisch-katholische Kirche sagt natürlich nicht, du sollst irgendwelche Pflanzen opfern, Pflanzen zur Opferung darbieten. Nein, nein, aber du musst die Sakramente folgen. Die Werke der römisch-katholischen Kirche, um Erlösung zu erlangen. Durch deine eigenen Werke wirst du errettet, nicht durch die Gnade Gottes, dadurch, dass du ihm ein Opfer bringst, was ein wirkliches Opfer ist, nämlich das Vergießen von Blut. Das heutzutage natürlich nicht mehr gemacht werden muss, weil Jesus Christus ist das einzige von Gott akzeptable Opfer. Zu der Zeit hier, in der wir hier in Genesis lesen, ist das noch weit, weit weg. Und da wurden natürlich die Opferungen der Tiere symbolisch gebraucht,
das Blut der Tiere wurde symbolisch gebraucht, um das Blut Jesu Christi zu widerspiegeln. Und durch den Glauben ist man errettet, dass man glaubt, dass durch das Vergießen dieses Blutes die eigenen Sünden vergeben werden. Gott sagt hier, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Ne? Also dann darfst du das tun. Ist es nicht so? Das ist ja eine Frage gestellt. Also mit anderen Worten als Aussage, wenn du Gutes tust, dann darfst du dein Haupt erheben. Aber ich kann ja nur Gutes tun, was gut ist in den Augen von Gott. Es geht nicht darum, was in meinen eigenen Augen gut ist. Das ist ja wieder das große Problem. Nicht der Mensch bestimmt, was gut und schlecht ist, sondern Gott bestimmt, was gut und schlecht ist. Ja? Und wenn Kain hier ein Opfer bringt von seiner eigenen Arbeit Hände, dann will er mit seiner eigenen Hand, mit seinen eigenen Händen, mit seinen eigenen Werken dafür sorgen, dass er herrscht über die Sünde, so wie es am Ende von Vers 7 heißt. Er kann aber nur über die Sünde herrschen, wenn er Gott ein ihm genehmes Opfer bringt. Und ein ihm genehmes Opfer heißt, er muss Blut fließen lassen. Jetzt wollen wir mal ganz kurz auf den Nenner bringen. Was hätte Kain denn tun sollen, wenn Kain vom richtigen Geist beseelt gewesen wäre? Weil dass er das nicht war, das wissen wir ja. Wenn er vom richtigen Geist beseelt gewesen wäre, dann hätte er seiner Hände Arbeit, also die Früchte des Erdbodens, seinem Bruder gegeben und hätte gefragt, im Tausch für so und so viel Früchte oder was weiß ich, Ertrag des Erdbodens, von den Früchten des Erdbodens, für so und so viel, ein Opferlamm von seinem Bruder zu bekommen, um genauso wie sein Bruder deutlich zu machen, dass er Gottes Regel verstanden hat, dass für die Vergebung von Sünden Blut fließen muss und dass das Blut der Tiere symbolisch ist für das Blut, das Jesus Christus später einmal am Kreuz für die ganze Menschheit vergießen wird. Kain ist ungehorsam dadurch, dass er seine eigenen Werke über die Gnade Gottes stellt. Und das ist genau das, was wir im Heidentum überall mitmachen. Bitte, Michael, was sollst du sagen? Ja, über das Gesetz stellt auch. Ne? Ja, über das Gesetz stellt, ja. Und im Endeffekt stimme ich dir da völlig zu. Ich hatte mir da auch schon im Vorfeld Gedanken gemacht, was er denn hätte machen müssen. Und da das ja nur mit Blutvergießen geht, hätte er sich entweder selber opfern oder halt ein Opfertier, ein Opferlamm bringen müssen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Was ich aber noch bedeutsam fände, ist, er hat es nicht getan. Da können wir jetzt nur spekulieren, aber ich vermute mal, er hat es nicht getan. Er hat seinen Bruder nicht gefragt, weil er zu stolz war. Rebellion, ja. Ja. Und deswegen sehen wir jetzt hier in dem Falle, Erstgeburt ist nicht unbedingt ein besonderes Privileg. Ach, du meinst jetzt wahrscheinlich noch auf den Punkt eingehen von, ich bin die Erstgeburt, ich weiß sowieso alles besser, ich gehe doch nicht zu meinem später geborenen kleinen Bruder und frage den, was für mich zu tun, um mir meiner Erlösung zu helfen. Meinst du das? Ich sehe das jetzt hier erstmal nicht biblisch in den ersten Versen begründet. Ich könnte es jetzt noch nicht anhand der Bibel begründen, aber ich würde ihm das unterstellen wollen, dass er das nicht gemacht hat. Denn wenn er das Gesetz kennt, oder dass er das Gesetz kennt, bringt er ja dadurch zum Ausdruck, dass er ihm nicht ins Gesicht schaut. Und dass er das Gesetz kennt, wissen wir ja eigentlich, sonst hätte Abel ja nicht Blut vergossen. Und dass er das Gesetz kennt, wird ja aus vielen anderen Dingen eben deutlich, wie du gesagt hattest, da seit seine Eltern, die ja genug Zeit und Möglichkeiten hatten, ihm das alles beizubringen, vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Insofern kannten die eben genau richtig und falsch. Kain war der erste Mensch, der geboren wurde mit dem Wissen von Gut und Böse. Ja. Adam wurde geboren mit allein dem Wissen des Guten. Eva wurde auf die Welt gesetzt allein mit dem Wissen des Guten. Erst durch die Verführung der Schlange und durch den Sündenfall haben sie Gut und Böse kennengelernt. Aber Kain und Abel, der Zweitgeborene, sind beide von Beginn an, genau wie wir, mit der Kenntnis von Gut und Böse auf die Welt gekommen. Ja, und ich sehe das so, dass umgekehrt, dass Kain sich über seinen Bruder erhebt. Ja, und deswegen sagt, nö, ich bin da viel zu stolz, ich bin die Erstgeburt.
Du sagst ein so wichtiges Wort. Hast du das eigentlich verstanden, wie wichtig das gerade war, was du gesagt hast? Ja, ja. Er erhebt sich über seinen Bruder. Vers 8. Ja? Er erhebt sich über Gott, ne? Da, nee, in Vers 8 kommt es vor, wenn wir über den Brudermord sprechen, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Mhm. Genau das Wort erheben gebrauchtest du hier in einem anderen Sinn. Ja. Aber genau das kommt im nächsten Vers vor. Da ist das Erheben dann eben noch ein wenig ins Extremere getrieben. Ja? Mhm. Mhm. Ich glaube, Tapasorsi hat das mal auf eine, ich möchte mal jetzt beinahe sagen, lustige Art und Weise versucht zu erklären, indem er sagte von, Kain hat sich dann gedacht, ja Junge, wenn du Blutopfer haben willst, dann bringe ich dir das beste Blut, was es gibt, das Blut eines Menschen, und erschlag meinen Bruder eben, ne? So hat Tapasorsi das in seinem Buch mal formuliert, scherzhafterweise mehr oder weniger. Ja, es ist ja eigentlich gar kein Scherz, es ist ja das, was ich eben gesagt habe. Eigentlich hätte er sich ja selber opfern müssen, weil es das größte Opfer gewesen wäre, das er hätte darbringen können. Aber in dem Moment, wo er sich an seinem Bruder vergreift, damit haben wir ja schon die Pointe sozusagen vorweggenommen, aber ich glaube, wir machen hier jetzt hier keine Spoiler, denn jeder weiß ja, wie die Geschichte ausgeht. Mal ganz im Ernst, weil er seinen Bruder, das Blut seines Bruders vergossen hat, hat er ja das Gebot der Nächstenliebe verletzt. Und damit hat er wieder ein Gebot übertreten, sondern nicht nur, dass er nicht töten soll, sondern er soll ja auch letzten Endes dann, das richtige Blut vergießen und eben nicht jemanden, der ihm ja dann in dem Moment auch vertraut. Das heißt, also ich sehe das so, dass der Kain, lange Rede, kurzer Sinn, dass der Kain denkt, er stünde über seinem Bruder. Und wenn wir jetzt sagen, dass wir wissen, dass die natürliche Ordination der Schöpfungsgeschichte diejenige ist, dass der Mann über der Frau steht, weil die Frau die Gehilfin für den Mann ist, sind aber alle Brüder und Geschwister untereinander Brüder und Schwestern und stehen nicht über jemanden. Und deswegen meinte ich auch eben dieses Erheben. Er hat sich über seinen Bruder erhoben, hat gesagt, dadurch, dass ich das Recht der Erstgeburt bin, ja, nehme ich mir das Recht heraus. Aber er verstößt gleichzeitig dagegen das göttliche Gesetz. Und demzufolge gebe ich dir vollkommen recht, dass er auch wieder ein Rebell vor dem Herrn ist, genau wie Luzifer, genau wie Nimrod, wen auch immer wir jetzt nehmen wollen, ob das Judas Iskariot und so weiter und so fort. Er ist der Repräsentant der Linie des Abfalls von Gott. Richtig. Richtig. Lass mich eben mal kurz auf zwei andere Bibelverse eingehen in diesem Zusammenhang. Nämlich einmal möchte ich euch lesen, um diese Geschichte von Kain und Abel in das richtige Verständnis zu bringen, Hebräer Kapitel 11, Vers 4. Dort lesen wir, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Durch Gott, ne? Indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redete er noch, obwohl er gestorben ist. Wie ich sage immer wieder, lass die Bibel erklären. Ne? Ich glaube, Michael, Viktor und ich, wir können uns hier den Mund fusselig reden. Wir bringen das nie so gut auf den Punkt, wie die Bibel das selbst tut. Hebräer Kapitel 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar. Das ist, Kain hat also nicht geglaubt. Und der Glaube hat sich ausgedrückt in Gehorsam. Na? Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Und wir lesen an einer anderen Stelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 12 und 15, Zitat. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders, aber gerecht. Auf Vers 15 kommen wir dann später noch zu sprechen. Und ich glaube, diese Bibelstudie sollte sich vor allen Dingen auch dadurch auszeichnen, dass wir probieren, die Bibel sich selbst erklären zu lassen. Es ist natürlich interessant, wenn wir solche Diskussionen führen, wie die letzte halbe Stunde. Finde ich auch persönlich sehr, sehr gut. Aber wenn wir vergleichende Verse in der Bibel haben, dann ist es durchaus nicht uninteressant, auf die auch mal zurückzugreifen, um direkt ein besseres Verständnis hiervon vielleicht direkt zu bekommen. So,
Das wollte ich nochmal dazu sagen. Und jetzt habt ihr vielleicht nochmal eine Bemerkung zu dem gerade eben vorgelesenen zwei Bibelversen. Hebräer 11, 4 und 1. Johannes 3, 12. Ich habe das bis jetzt eher vermieden, andere Bibelzitate zu bringen, weil ich nicht voraussetzen kann, dass diejenigen, die es jetzt mithören, jetzt so bewandert da drin sind oder jetzt da auch noch gleichzeitig nachschlagen können. Ich wollte jetzt dem eigentlich nicht vorgreifen. Wenn wir das jetzt machen wollen, ab jetzt bin ich gern dabei, habe ich auch kein Ding mit, dann könnte ich direkt anführen, dieser Stolz wird eben in Jesaja 14, 12 erwähnt, wo der Fall von Luzifer auf... Lucifer auf die Erde, ich muss immer überlegen, Lucifer war da ja noch auf die Erde dann halt mit seinen Ansprüchen an den Thron Gottes, ja, mit seinem Stolz, oh du schöner, du glänzender Son of Morning, genau, Morgenstern, ja. Verkehrt übersetzt, Sohn der Morgenröte. Genau, ja. Aber das ist eben, ne, diese Schönheit und so weiter und so fort. Und da sehen wir halt einfach jetzt hier, Kain macht, hat nicht geglaubt. Hat nicht das Gesetz beachtet, genau dasselbe, was Eva gemacht hat. Und Abel hat das Gesetz gehalten, dasjenige, was Adam hätte halten sollen eigentlich. Ja, aber die Aktion selber kommt jetzt von Kain. Und Kain ist derjenige, der den ersten Tod sozusagen, den ersten Mord überhaupt begeht, nämlich den an seinem eigenen Bruder, der ihm ja eigentlich anvertraut ist. Ja? Wo man ja sagen kann, Moment mal, er ist die Erstgeburt und deswegen hat er letzten Endes dann die Verantwortung. Er hätte ja eigentlich älter und weiser sein müssen, aber da er eben nicht im Wort steht und sich deswegen nicht an Gesetze hält, sondern die Sünde in ihm ist, ist er derjenige, der erste Mörder ist. Und diese Linie selber, die haben wir ja in Genesis 3,15 ja auch erklärt bekommen, dass es da eine Linie gibt, also sozusagen eine gute Linie gibt, aus der der Sohn des Menschen hervorgehen wird. Und Abel heißt er jetzt zumindest in der wörtlichen Übersetzung aus dem Isort, H1893 ist er hier beschrieben, steht hier the son of Adam, ja, so, also und wenn Adam Mensch ist, ja, dann ist er halt der Sohn des Menschen. Und deswegen ist die Linie des Abels komplett 180 Grad umgekehrt zur Linie von Kain. Denn Kain selber ist derjenige, der versucht, die Linie, die gute Linie sozusagen auszurotten. Denn in dem Moment, wo Kain Abel erschlägt, gibt es keine Nachfahren mehr, die diese gute Linie hätten fortsetzen können. Jetzt gebe ich das Wort mal weiter. Hast du vollkommen recht, ja. Würde mich mal interessieren, was Victor dazu sozusagen hat oder dazu beizutragen hat. Ja, also allgemein stimme ich da immer gerne zu, wenn wir da auch mal auch andere Stellen in der Bibel dann mal zitieren, die darauf Bezug nehmen. Ich denke, das macht auch so eine Studie halt auch aus, wenn Wissen dahingehend vorhanden ist, dass wir das dann auch mit einbeziehen. Finde ich auf jeden Fall. Hilft mir zumindest auch so allgemein zum Verständnis besser. Soweit es dann auch relevant halt ist. Ja, ich finde auch in so essentiellen Fragen wie das, was wir jetzt hier gerade besprechen, ja. Ja, sonst eben könnte man nämlich jedes Mal ein anderes Buch zitieren, dann kommt man nirgendwo mehr hin. Aber nee, eben. Aber bei solchen, sage ich mal, jetzt auch dann doch klaren Bezug auf jetzt genau die Stelle, finde ich auch allgemein eben, dass wir doch bis hierhin jetzt gelesen oder das bis hierhin Gelesene ja dann doch schon sehr gut erkennen können, eben wie sich, sage ich mal jetzt auch diese Ereignisse jetzt zwischen den Brüdern dann auch, das oder das, was jetzt allgemein jetzt auch in diesem Kapitel geschehen ist, dass sich das ja auch bis heute widerspiegelt. Hat sich dann doch auch interessanterweise, was du ja auch sagtest, Jörg, eben, dass der Abel eben durch den Glauben halt auch, sage ich mal, dieses Werk vollbracht hat, also diese Opferdargabe. Ja. Und wie sich dann eben, wie du, Michael, sagtest, auch richtig, dann diese zwei Linien da doch dann klar abzeichnen. Und ja,
finde ich, an der Stelle schon hat sich vieles für mich auch so zum Verständnis allgemein sich schon auch erklärt, warum sich das, sage ich mal, gewisse Dinge auch heute in der Welt so abspielen, wie sie sich abspielen, weil wir ja letztendlich an dem Punkt schon ja eine ja oder zwei Saaten sehen, die gesät sind oder gesät wurden. Und ja, das spiegelt sich dann auch in der heutigen Zeit wieder. Also wenn es für euch in Ordnung ist, dann würde ich gerne Hebräer 11 mal vorlesen, und zwar das ganze Kapitel. Weil schlussendlich geht es hier um das Wesen des Glaubens und die Glaubenszeugen des alten Bundes. Und die ersten Glaubenszeugen des alten Bundes sind nun mal Kain und Abel, von denen wir hier gerade sprechen. Und wenn es für euch in Ordnung ist, dann würde ich das gerne mal eben vorlesen, das ganze Kapitel. Nicht, dass wir jetzt bei jedem Vers ja auch noch stehen bleiben, aber ich möchte hiermit einmal den Nachdruck drauf legen, auch für die Menschen, die sich dieses Video anschauen, später nachher mal in sich zu gehen und sich selbst das Buch der Hebräer mal zu öffnen. Das können Sie auch gerne im ersten Kapitel tun, weil das ganze Buch der Hebräer ist ein unglaublich interessantes Buch im Neuen Testament. Und ich würde das gerne mal vorlesen. Seid ihr damit einverstanden oder sagt ihr lieber, wir wollen lieber noch ein bisschen in Genesis weitermachen jetzt? Nee, also von mir aus kannst du gerne vorlesen. Mhm. Ja? Ja. Ja. Das Wesen des Glaubens und die Glaubenszeugen des alten Bundes. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht wegen eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.
Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und die Besprengung mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen würde von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Das war ein interessanter kleiner Ausflug, nicht wahr? Ja, da stimme ich dir zu. Ich fand das auch nochmal so interessanter, den Vers 28. Da ging es ja auch wieder um den Erstgeborenen. Ne? Das ist vielleicht ja auch nochmal so ein kleiner Wink mit den Dingen, die wir schon so, oder Michael auch schon mal so grob auch thematisiert hatte. Mhm. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt, das Besprengen mit dem Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Ne? Ja. Vers 28. Wie gesagt, ich finde, das hat mich am meisten beeindruckt. Das ist ein Vers, den ich immer wieder probiere, auswendig zu lernen, was mir immer noch nicht gut glückt. Ich bin einfach zu blöd, um auswendig zu lernen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist nicht, weil ich es nicht sehe, dass es keine Tatsache ist. Das ist diese alte philosophische Frage, macht der Baum im Wald, der umfällt, ein Geräusch, auch wenn niemand da ist, um es zu hören?
Ja, Glauben ist keine Wissenschaft, ne? Ja, vor allen Dingen ist Glauben nicht Wissen. Ja? Aber Glauben ist eine feste Zuversicht. Ja? Das finde ich so wichtig dabei. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und dadurch wird man überzeugt von Tatsachen, die man nicht sehen kann. Ja, finde ich schon ein sehr, sehr schönes Kapitel. Hebräer Kapitel 11. Sollte man sich eigentlich einrahmen. Finde ich zumindest. Aber ja, die Bibel hat so viele schöne Stellen. Ja? Wo wollen wir anfangen, wenn wir dann noch das Buch der Prediger haben, das Buch der Psalmen, das Buch der Sprüche. Das ist ja alles voll mit unglaublicher, göttlicher Weisheit. Wie kann man da sich so herablassen zu sagen von das und das ist jetzt das beste Buch? Man kann höchstens hingehen und kann sagen, das ist jetzt im Augenblick das passende Thema. Ne? Das kann man wohl, denke ich, sagen. Das und das ist das passende Thema. Also ich meine, dass wir die ersten in total jetzt 7 Verse dieses 4. Kapitels deutlich und intensiv genug besprochen haben, dass wir uns erlauben können, fortzufahren. Wie denkt ihr darüber? Ja. Ja, auch so, denke ich auch. In Vers 8 steht geschrieben, und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Er erhob sich gegen ihn. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Michael, musst du hier nicht reingrätschen? Ja, Erstgeburt, Verantwortung. Hä? Ist das nicht dein Schlagwort? Stichwort? Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, natürlich weiß der Herr genau, wo der Bruder Abel da ist. Ja, es ist letzten Endes nur, er stellt ihn auf die Probe. Und da macht Kain den nächsten großen Fehler. Er lügt. Ja, er sagt ja, ich weiß es nicht. Und damit ist eigentlich klar, dass er derjenige aus der Linie ist, der dem, ja, wie hat Jesus das gesagt, der aus dem Vater der Lüge kommt, ja, nämlich dem Satan, ja, der in dem nichts Wahres ist, sondern der alles verdreht und der immer eigentlich nur die Lüge vorbringt. Und da spätestens da mit der Tat, an ihren Taten sollte er sie erkennen. Und das sehen wir dann in Vers 8, dass Kain seinen Bruder tot schlägt. Und dann in 9, wo er das auch noch gegenüber Gott verneint, dass er da mehrere Gesetze auf einmal bricht oder hintereinander. Und dann wissen wir ja genau, wessen Geistes Kind er ist. Er ist halt das Kind, der geistig zumindest das Kind des Vaters der Lüge. Ja, und damit ist er ganz klar der sozusagen derjenige, welcher die Linie Satans vertritt. Und derjenige auch, der halt alles versucht, die Linie von Adam oder überhaupt die gute Linie in irgendeiner Art und Weise auszurotten. Denn das hat er in dem Moment ja schon geschafft. In dem Moment, wo er halt gesagt hat, so, jetzt ist keiner mehr da und ich bin der einzige Überlebende hier. Ich bin der einzige. Und wenn er sagt, ich bin hier, soll ich meines Bruders Hüter sein? Dann ist es ja eine doppelte Geschichte. Einmal sagt der, guck mal hier, ich entledige mich meiner Verantwortung. Ich übernehme die Verantwortung für meinen Bruder nicht. Und zum Zweiten, meines Bruders Hüter sein, ist ja dann schon für mich so ein bisschen Sarkasmus, weil sein Bruder ist ja Schafhüter und er nicht. Ja, also soll ich meines Bruders Hüter sein, sehe ich da schon so ein bisschen auf Anspielung, so nach dem Motto, guck mal hier, ich bin doch Acker, ich beschäftige mich hier mit meinem Acker. Was mir so ein bisschen komisch aufstößt, ist die Tatsache, dass dieser Mord genau auf dem Territorium von Kain stattfindet, denn hier steht ja geschrieben in Vers 8, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain.
Das heißt, Abel ist zu seinem Bruder gegangen. Ich will jetzt nicht viel reininterpretieren, ich will jetzt nicht sagen, er wollte ihn vielleicht beraten oder sagt, guck mal hier und so, aber es ist auf dem Grund und Boden gewesen, den Kain zu verwalten und zu verantworten hatte. Und wenn ich dann immer dran denke, dass es da halt auch, das ist zu weit gefasst, wenn ich jetzt sage, gibt es auch Mutter Erde und Materie und so weiter, aber er ist letzten Endes hingegangen und hat ihn kaltblütig umgebracht. Das heißt, Kain hat mit seinem Bruder geredet und er hat sich erhoben. Er hat genau das Umgekehrte gemacht. Er hat keine Verantwortung übernommen. Er hat ihn umgebracht und er hat auch noch gegenüber Gott gelästert. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Und wenn wir dann im Vers 10 weiterlesen, was ich mir jetzt mach mal. Er, also der Herr, aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Stopp hier mal. Ja. Ich denke, das sind ein paar Verse, die sollten wir jetzt vielleicht noch mal ein wenig näher erläutern. Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Wir wissen aus der Lehre der Bibel, dass Blut das Leben ist, dass in dem Blut das Leben ist. Deswegen sollen wir auch kein Blut essen. Und zwar nicht nur damals im Alten Testament, die Diätgesetze, sondern das gilt auch heute noch. In dem Blut ist Leben, das isst man nicht. Und dieses Leben hat aus dem Grund, aus dem Boden, zu dem Herrn geschrien. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Es ist, so habe ich das in verschiedenen anderen Publikationen gelesen, in der Bibel bin ich noch nicht drauf gekommen, wo es drin steht, steht aber auch sicherlich irgendwo drin, dass Blut ein Dünger ist, der für die Erde gebraucht wird. Ja? Und zwar im positiven Sinne. Also das Blut, wo das Leben drin ist, wenn man das eben an die Erde zurückgibt. Nach dem Motto, aus Staub sind wir gemacht und zu Staub kehren wir zurück. Wenn unser Blut in die Erde zurückkehrt, dann ist das eine Erfüllung des Zirkels des Lebens, so ungefähr. Also man soll auf jeden Fall Blut nicht essen, auch Tierblut nicht. Man soll, das ist in den späteren Regeln, das wird, glaube ich, in Levitikus wird das angeführt, wenn man die Tiere, die Schlachtopfer, die Opfertiere ausbluten lässt, dann muss man das Blut in den Erdboden versickern lassen. Das hat also eine tiefgründigere Bedeutung. Das erste Blut, das hier in den Erdboden versickert ist, ist eben das Blut eines Menschen, das Blut von Abel. Ja? Und wenn du also in der Zukunft den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Das ist Vers 13 in Kapitel 4 in Genesis. Gut, warum sage ich das jetzt? Weil wir jetzt mal eben in das erste Buch Mose in der Online-Bibel hier gehen. Und dann in Kapitel 4, Kain und Abel. Und dann sehen wir das, was ich gerade vorgelesen habe, in Vers 13. Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie ertragen könnte. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das in anderen Bibeln geschrieben steht. Wir haben ja hier bei dieser Bibel die Möglichkeit, auch auf eine andere Bibel zu gehen. Dann gehen wir doch mal auf die Elberfelder. Wo sind die hier?
Elberfelder Bibel. Und da steht, meine Strafe ist zu groß. Okay, da steht auch Strafe. Ich will darauf hinaus, dass ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Buch, ich lese ja so viele, gelesen habe, dass in manchen Bibeln wohl drin steht, meine Sünde ist zu groß, nicht meine Strafe ist zu groß. Jetzt bin ich natürlich mal am Gucken, wo es dann halt anders drin steht. Nehmen wir hier die Gute Nachricht Bibel zum Beispiel. Hier, seht ihr? Kain sagte zum Herrn, die Strafe ist zu hart. Das überlebe ich nicht. Ja? Die Strafe ist zu groß. Wie heißt es denn im Englischen? Jetzt wollen wir mal eben gucken, was sagt denn die König James Bibel? Die König James Bibel sagt, my punishment is greater. Das ist meine Strafe. Aber es gibt, oh Mensch, ich weiß jetzt nicht, warum ich so durcheinander komme. Ich habe das jetzt auch nicht vorbereitet heute natürlich. Aber es gibt Bibeln, in denen da drin steht, dass meine Sünde oder was in der Richtung sagen die, zu hart ist. Also das zu groß ist meine Schuld. Hier ist es. Einheitsübersetzung 2016. Zu groß ist meine Schuld. Das ist ein Unterschied, ob meine Schuld groß ist oder meine Strafe, ne? Seht ihr, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich wusste jetzt nicht, in welcher Bibel das war. Einheitsübersetzung 2016. Ich könnte jetzt auch noch weitermachen und eine andere Bibel durchgehen. Könnt ihr ja selber machen. Aber seht ihr, was hier das Problem ist mit der Übersetzung? Kain antwortete dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Nicht meine Strafe. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Schuld und Strafe. Ne? Strafe ist die Folge von Schuld. Ja? Und hier sagt er, meine Schuld ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Das kriegt auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Entschuldigung, dass ich ein paar Bibeln brauchte, um es rauszusuchen, aber ich wusste, dass es in Bibeln verkehrt drinsteht. Ja? Mhm. Wenn wenn du das im ESOT nachguckst, dann hast du das Appendix H5771, was drauf, was heißt auf dem Hebräischen Avon, also fast wie die Kosmetikmarke. Das ist wohl ein Derivat von H5753 und jetzt kommt die interessante englische Synonyme dafür: Perversity, Moral Evil, Fault, Iniquity, Mischief, Punishment of Iniquity, Sin. Ja. Da gehen wir dann ja schon durchaus in die Sünde rein. Ne? Mhm. Und ich empfinde das also auch so, dass jetzt eher am Lamentieren sozusagen ist und versucht für sich in der Situation, wo er drin ist, wo er nicht mehr rauskommt, weil er ja in dem Moment demaskiert ist, in dem Moment ist er ja nicht mehr unschuldig, auch nicht vor Gott. Gott hat ja genau gesagt, was da abgelaufen ist und welche Strafe ihn da erwartet, da versucht er jetzt für sich ein besseres Urteil rauszuholen. Ja, er, in dem Sinne, wenn Gott der Richter ist, ist er letzten Endes sein eigener Verteidiger und sagt, nee, also er plädiert auf Totschlag und nicht auf Mord. Ja, er sagt also, nee, also das wäre zu, die Strafe wäre zu hart. Ja. Vor allen Dingen ist es die Aberkennung der Strafe auch, ne? Die Nicht-Anerkennung der Strafe, die ihm aufgelegt wird. Ja, selbst da akzeptiert er das Wort Gottes nicht. Nee. Rebellion von Anfang bis Ende. Ne? Genau. Also ich fand das nochmal eben einen wichtigen Punkt, um nochmal kurz darauf einzugehen, dass da doch ein Unterschied ist, zumindest in meinem Verständnis, zwischen Schuld und Strafe. Ja. Ne? Ja, und das ist dieses, wenn ich jetzt mal eben da reinschmeißen darf, das ist genau dieses Ja, aber. Ja? Ja, ich verstehe, dass ich eine Strafe habe, aber die ist zu groß. Ja, ich verstehe, dass ich älter bin, aber ich bin doch nicht der Hüter meines Bruders. Ja, es ist immer so dieses okay, aber. Und dieses Aber ist immer eine Augenverlehnung, weil dieses Aber bezeugt, dass ich den anderen korrigiere, ja, und zu dem anderen dann halt sage, du, deine Regeln gelten bei dir, hier, bei mir, auf dem Feld, im Materiellen, da gelten andere Regeln, ja, da verhandle ich mit dir,
Ja, da sehe ich dich nicht als Gott, da sehe ich dich nicht als Schöpfer, da sehe ich dich nicht in der Hierarchie über mir stehen, sondern da verhandle ich mit dir. Und damit habe ich als Mensch eine ganze Menge Stufen übersprungen und mich auf eine Stufe gestellt wie ein Gott und sagte, okay, du verstößt mich jetzt hier aus dem Himmel oder meinetwegen in der griechischen Lyrik, du verstößt mich jetzt hier aus dem von Zeus, jetzt habe ich gerade, es fällt mir gerade der Name nicht ein, wo die da alle hocken, da verdirrt. Pantheon oder was? Nee. Akropolis? Nein. Verdirrt. Aus dem Tempel, ich komme jetzt nicht drauf. Ja, ich war nie so gut in griechischen Göttern da. Es ist so, dass er jetzt mit Gott quasi verhandelt für sein weiteres Schicksal. Oder beziehungsweise andersrum noch viel bedeutsamer für das Schicksal seiner Linie. Ja, seines Samens. Denn Gott hat ja jetzt schon angekündigt, dass ihn eine Strafe erwartet. Aber die Strafe ist ja nicht der Tod. Ja, Gott straft ja ihn nicht mit dem Tod. Sonst würde Gott sich ja auf die Stufe stellen und sagen, ich bin ein rachsüchtiger Gott und würde er seine eigenen Gesetze eigentlich brechen. Finde ich zumindest so. Sondern Gott geht hin und sagt so, ich habe dir jetzt eine schwere Strafe auferlegt. Dieses Leben, was du kennst, deine Eltern sind schon aus dem Paradies rausgeflogen, weil die nicht hören konnten. Und du fliegst jetzt hier quasi aus deiner natürlichen Behausung raus und darfst jetzt eigentlich im Schweiß deines Angesichtes hier rumackern. Da kommt der Begriff ja dann auch irgendwo ja, zu Pass. Und viel mehr weiß ich da jetzt. Ah, Olymp, jetzt weiß ich wieder. Olymp, ja. Ja, genau. Zeus und Olymp, genau, ja. Sondern er wird jetzt schon wieder eine Nummer kleiner gemacht. Aber keinen rebelliert, indem er sagt, nö, die Strafe ist zu schwer. Das heißt, ich erkenne das Urteil Gottes nicht an. Ich messe mich an, mich mit Gott zu messen. Ja, ich messe mich an, mit Gott zu streiten. Ja, und das ist genau diese Rebellion, die du eben meintest. Und das ist auch genau die Geschichte, dass er eigentlich ein hervorragender Repräsentant seiner Linie ist, weil er ja keine Schuld bei sich sieht. Er sieht jetzt nur, okay, ich kann ja nicht mehr bleiben, weil meine Eltern sind sauer auf mich und der Gott, der meine Eltern geschaffen hat, der aus seiner Sicht heraus, ja, der ist ungerecht zu mir und der ist böse und wie auch immer. So, und somit ist kein die Nachfolge von Satan, der als Luzifer im Engel angefangen hat, in einer sehr hervorragenden und herausragenden Position und immer weiter gefallen ist, bis er auf die Erde gefallen ist, als Strafe. Und die Strafe, die jetzt Kain erwartet als Nachfolger, ist dann, dass er halt letzten Endes da von seinen Eltern getrennt wird und auch ja, im Speis seines Angesichts halt kein schönes Leben mehr führt, sondern gebrandmarkt ist sozusagen. Und das folgt er jetzt gleich. Und ich finde es halt nur sehr wichtig, dass man immer die Welt viel besser verstehen kann, wenn man sich diese zwei Linien anschaut und nicht eben diese sogenannten Blutlinien und Adelshäuser und so. Es ist eigentlich völlig wurscht. Es lenkt vom Thema ab. Das Thema ist, es gibt eigentlich nur Gut und Böse. Ja, es gibt diese ganzen Grautöne eigentlich nicht. Es gibt gut und böse Linie von gut und böse. Punkt aus. Das gibt's. Es gibt entweder ein Gesetz oder ich verstoße gegen das Gesetz. Aber es gibt nicht ein mildes Gesetz oder ein Vielleicht oder ein Ja, aber gibt es nicht. Es gibt das gute Geblüt und es gibt das schlechte Geblüt, lass es uns so sagen. Ja, das sind die Worte, genau, die Jesus Christus gebraucht hatte, unter anderem in Matthäus 24, als er sagte, diese Generation, und damit meinte dieses Geblüt, wird nicht vergehen, bis all diese Dinge erfüllt sind. Das ist die Blutlinie des Guten und dagegen gibt es die Blutlinie des Schlechten. Und ich wollte dich jetzt gar nicht so ich war ja fertig. Wie nennt man das jetzt? Unterbrechen. Unterbrechen, ja, in Deutsch. Ja, ich wollte mal kurz auf das Buch gehen, Herrscher des Bösen, das ich ja auch lese. Da kommen wir in Kapitel 24 auf das Kapitel des Mahlzeichen des Kains. Und ja, jeder, der sich diese Bibelstudie anschaut und auch die nächste, sollte sich unbedingt Herrscher des Bösen Kapitel 24 durchlesen. Das Buch wird ja innerhalb der nächsten Wochen, gehe ich mal von aus, innerhalb der nächsten, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, länger als 8 Wochen wird es nicht dauern. Wir haben heute den 4. April, also irgendwo Anfang Juni, wird das Buch wahrscheinlich veröffentlicht, gehe ich mal von aus. Das sollte man sich dann runterladen, auch wenn
diese Sendung vielleicht bis dahin noch gar nicht öffentlich ist, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Aber wenn das so ist, dann kann man das ja suchen auf meinem archive.org in meiner Bibliothek dort. Der Link dazu ist in der Beschreibungsbox dieses Videos sowieso drin. Geht man dann hin, sucht sich das Buch Herrscher des Bösen oder man sucht sich das Englische raus, Rulers of Evil, das gibt's ja schon, und liest sich mal das Kapitel 24 durch, das Mahlzeichen des Kains. Sehr, sehr interessant zu eben diesem Thema, wollte ich nur mal eben kurz bemerkt haben. Das steht auf Seite ungefähr 248. Das kann sich noch ein bisschen verschieben, weil da noch ein paar Dinge hier und da in anderen Kapiteln mit beikommen. Ne? Aber das ist sehr interessant zu dem Thema, was wir jetzt gerade eben besprochen haben. Ja, Michael, ich, wie gesagt, ich wollte dich eigentlich auch nicht unterbrechen, aber ich wollte doch noch eben ein wenig fortfahren, dass wir eben noch den Rest lesen bis zu bis Vers 16 einschließlich. Ja. Weil dann kommen wir, dann kommen wir zu einem schönen Abschluss für diese Bibelstudie, die ja schon wieder anderthalb Stunden ungefähr dauert, dass wir doch noch eben diesen Teil hier abschließen können und dann nächstes Mal in Vers 17 fortfahren. Dazu dann erstmal nochmal Vers 13. Und Kain sprach zum Herr: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer kein Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Fürwahr, wer kein Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Wer kein Tod schlägt, begeht sowieso eine Sünde gegen das sechste Gebot, du sollst nicht töten, und nimmt die Rache in eigene Hand. Aber unser Herr Gott sagt von sich selber: Die Rache ist mein, es ist nicht an uns. Und dann schau mal, in wie vielen sogenannten christlichen Ländern die Todesstrafe erlaubt ist. Ja. Ja. Also. Da fällt einem ja gar nichts mehr zu ein. Nee, und das stimmt. Und diese siebenfache Rache ist halt auch einfach ein Zeichen dafür, dass er sich dann halt göttliche Rache zuziehen würde oder göttliche Vergeltung zuziehen würde. Das ist also wie soll ich das sagen? Die göttliche Zahl symbolisieren. Genau. Und deswegen zieht er sich dann die Rache von Elohim zu, also von Jahwe, wenn man das so will, also vom Schöpfergott zu. Und deswegen, damit sich keiner an Kain versündigt. Ja, denn das wäre ja dann würde ja auch sich die gute Linie versündigen, würde sie Kain erschlagen. Das wäre ja dann der nächste Trick, um die Leute sozusagen oder um die gute Linie auf die dunkle Seite zu ziehen oder in die Sünde zu treiben. Ja, wie gut ist denn dieser Trick heutzutage nicht geglückt, Michael, über die ganze Welt? Ja, wir machen diese Bibelstudie nicht, die abends um 20.15 Uhr im ZDF gesendet wird, sondern das hat ja so seinen Grund. Es hat ja so seinen Grund, warum wir hier nur mit ein paar hundert oder tausend Leuten sind. Ja, das ist ganz klar. Aber das heißt ja nicht, dass die Mehrheit recht hat. Das heißt ja nur, dass die Mehrheit keine Bibel liest. Jeder, der die Bibel mal gelesen hatte, sollte dafür sorgen, dass das Land, in dem er wohnt, das Militär abschafft, das dafür da ist, um andere Menschen zu töten. Da fängt es schon mal an. Na gut, also ich habe sonst im Grunde nicht mehr viel zu diesen paar Versen zu sagen, die wir gerade hier gelesen haben. Wie gesagt, der Herr sprach zu ihm: Fürwahr, wer kein Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Deswegen habe ich hier das Buch Herrscher des Bösen eingeblendet gehabt, dass man sich das dann halt mal durchliest, das Kapitel 24. Das ist sehr erkenntnisreich in der Hinsicht. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Das ist ein unglaublich wichtiger Satz. Weil es geht nicht darum, dass er sich umdreht und weggeht. Es geht darum, dass er gottlos ist. Er wendet sich von dem Schöpfergott ab und wendet sich anderen Göttern zu. Genau das ist hiermit gemeint. Er ging hinweg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land nordöstlich von Eden. So. Ja.
Jetzt habe ich so ungefähr gesagt, was ich für heute Abend sagen wollte, und ich überlasse euch beiden gerne noch ein paar Schlusskommentare. Beteilige mich natürlich dran, wenn ihr Fragen habt, aber ich habe für meinen Part gesagt, was ich sagen wollte. Und jetzt überlasse ich euch noch mal ein wenig die Diskussionstafel hier. Ja, ich denke, ich habe schon eine ganze Menge geredet, deswegen würde ich gerne Viktor das absolute Schlusswort überlassen, weil der sicherlich schon einiges angestaut hat oder sagt, Moment mal, ich muss noch mitschreiben oder ich habe noch so meine Dinge. Wenn ich darf, würde ich mal eben was dazu sagen, was ein bisschen aus dem Kontext ist. Viktor? Ja, hallo. Nur zu, gerne. Okay. Mir fällt gerade bei diesem Kapitel 4, Vers 16 ein, und wohnt im Land Not östlich von Eden. Ich weiß nicht, wer von euch James Dean kennt. Ich? Ja. Nicht James persönlich, Dean ist, ja, aber... Also nein. So vom James, Namen, und das ist wohl ein Künstler mal gewesen. Ja, genau. Also James, 1955 am 30. September in seinem Porsche Spyder gestorben. Genau. Verselbstmordet, sage ich mal, weil das war eindeutig kein Unfall, aber das ist eine andere Sache. Ja, Rolf Wüterich heißt auch noch der Mensch, der da angeblich neben ihm saß, und dieser Rolf Wüterich, bitte jetzt keine großen Kommentare dazu, ist auch kein Affront, aber der hatte später nochmal einen ganz, ganz schweren Unfall, weil der Mensch doch irgendwie so ein bisschen seinem Namen entsprochen hat. Und es gibt viele Sachen, die darauf hinweisen, dass James Dean nicht selber gefahren ist. Aber es ist jetzt auch unerheblich. Erheblich ist eine ganz andere Geschichte. James Dean war eine ziemlich arme Socke, hatte zeitlang Minderwertigkeitskomplexe und so weiter, war aber so eine totale Galionsfigur des amerikanischen Kinos, weil er ziemlich gut aussehend war und eine totale Ausstrahlung hatte. Ein Wahnsinnsstar eigentlich damals gewesen. So. Lange Rede, kurzer Sinn, warum ich erwähne ich den. Einer seiner bekanntesten Filme heißt Jenseits von Eden. Ja. Und handelt davon, dass er als Cal, C-A-L, ja, glaube ich. Caleb, das war eine Abkürzung für seinen wirklichen Namen Caleb. Ja, okay. Das ist im Grunde der biblische Name Abel, ne? Ja, eben, ne? Und dass er da einen Bruder hat, mit seinem Bruder und seinem Vater zusammenlebt. Und er ist ja ein sehr nachdenklicher Mensch und der sehr schnell jähzornig ist und sehr schnell aufbrausend ist und so weiter. Und eines Tages hat mit seinem Vater dann halt als Heranwachsender unendlich viel Probleme, und die Probleme, die man halt hat, sein Vater ist wohl noch ein bisschen gewalttätig, er landet dann bei der Polizei, wie die ganzen Sachen dann so kommen. Moment, und, Sie wissen nicht, was sie tun. Ach so, Entschuldigung, okay. Du bringst dann die Filme gerade durcheinander. Oh, also es gibt, okay. Lass uns das eben zusammen erzählen. Es gibt drei Filme von James Dean, und alle drei sind absolute Monumentalfilme. Das Bild, das ich hier gerade eben zeige, ist genommen aus dem Film Rebel Without a Cause. Im Deutschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ah, genau. Das ist auch ein Bibelzitat, ne? Darf man jetzt nicht vergessen. Ist auch ein Bibelzitat. Das ist das Zitat denn von Jesus Christus. Sie wissen nicht, was sie tun, ja. Genau, ja. Im Deutschen zumindest, ne? Der englische Titel ist Rebel Without a Cause. Und in dem Film geht es um einen aufsätzigen Jugendlichen, der sich, weil die Eltern ständig umziehen, immer wieder anpassen muss und somit das Problem hat, dass er sich in der Schule durchsetzen muss und sich verliebt in ein junges, hübsches Mädchen. Die wird, glaube ich, gespielt durch Natalie Wood, die ja auch später einen fürchterlichen Tod gestorben ist an Bord eines Schiffs von einem gewissen Roman Polanski. Und so weiter. Da öffnen wir jetzt also wirklich eine Box von Pandora, wenn wir damit anfangen. Nee, klar, das besser nicht jetzt. Ja. Der Film East of Eden, den du meintest, ich suche hier mal, das hier ist eins der berühmtesten Bilder aus dem Denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber ich habe doch die Kugeln, ja, wo er das Magazin aus der Pistole genommen hat von dem Jungen, den sie gerade erschossen hatten von der Polizei. Mhm. Ich suche jetzt hier gerade mal ein Bild von East of Eden. East of Eden ist also eine Geschichte, die spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs, wo der Vater Geld verdienen will mit dem Verkauf von Eis, mit dem er dafür sorgt, dass die Soldaten mit Bohnen ernährt werden können während des Krieges, um die Bohnen eben zu transportieren. Das Geschäft schlägt aber fehl. Der Vater hat die Mutter der Kinder vertrieben. Caleb, also hier James Dean, ist einer der Söhne. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, es stellt sich heraus, dass seine Mutter ein Bordell betreibt –
Und er geht seine Mutter aufsuchen und wirft seinem Vater natürlich vor, was er nicht alles falsch gemacht hat. Ne? Das ist, und dann eins der berühmtesten Bilder überhaupt, das habe ich gesucht, das ist aus dem Film Giganten, unter anderem mit Elizabeth Taylor auch, aus den 1954 ist er, glaube ich, gemacht, sein letzter Film. Und dann natürlich diese ganz berühmte Szene. An wen erinnert denn diese Haltung? Ja, schon klar, ne? Ne? Und er ist auch kurz darauf gestorben, ne? Ja, ja, er ist kurz danach gestorben. Giganten war sein letzter Film und unglaublichen Erfolg gehabt. Teenie-Star, wie wir heutzutage sagen würden. Aber bitte, jetzt habe ich dich unterbrochen, jetzt sag du bitte nochmal was zu sagen. Weil dieses Bild wollte ich hier unbedingt mit reinbringen, weil das ja, ist im Grunde perfekt. So wichtig. Perfekt, ich habe mir den halt einfach gerade kam ja dieser Film in den Kopf und ich habe jetzt gerade mal hier von Wikipedia den Auszug und da steht drin, Jenseits von Eden war 1952 erschienen und zum großen Erfolg beim Publikum geworden. Der Titel der Roman Vorlage geht auf ein Zitat aus der hebräischen Bibel zurück, Genesis 4,16. Und auch ansonsten ist das Buch mit Anleihen an die Bibel gespickt. Zum Beispiel die Anspielung auf die Vertreibung aus dem Garten Eden im Filmtitel, die Rivalität zwischen Kain und Abel in Genesis 4,1-16, das Motiv der ungleichen Vaterliebe zwischen Isaak und seinen zwei Söhnen Esau und Jakob in Genesis 25,28. Für die Verfilmung als Regisseur und Produzent verantwortlich war Elia Kazan, einer der damals angesehensten Regisseure Amerikas. So, und deswegen fand ich diese Sache interessant, nicht nur, weil es die Anspielung auf Eden ist, sondern weil dann auch östlich von Eden, ne? Ja, genau. Ja. East of Eden, genau, ne? Weil es auch mehrere Anspielungen sind und weil auch die Geschichte ist, dass dann er erfährt, dass seine Mutter eben ein Bordell betreibt und eben nicht die liebevolle Mutter ist. Und das würde mich jetzt bestätigen in dieser Linie von Kain, der dann halt später auch eben eher die sündige Linie sozusagen widerspiegelt, ja, und repräsentiert, indem er dann halt für die Sünde steht. Also für alles das steht, was in der Bibel verboten ist und dem Herrn an Gräuel. Also quasi, wenn man so will, die 10 Gebote halt pervertiert und nicht erfüllt. Da steht ja beispielsweise drin, du sollst keine Unzucht treiben. Ja? Und das wäre jetzt genau umgekehrt von eben jenseits von Eden, da wo der paradiesische Zustand war, weil der Garten von Eden war nun mal halt das Paradies, wo Adam und Eva vor dem Sündenfall verweilen durften. Und deswegen finde ich jenseits von Eden halt einfach die Anspielung darauf, dass die Vertreibung aus dem Paradies stattgefunden hat und dieser James Dean halt einfach dann absolut und total mit der Sünde konfrontiert geworden ist, als er seine eigene Mutter im Bordell besucht hat. Ja. Und deswegen kam mir diese Anspielungen auf diese Vertreibung und aus dem Paradies und dann auch die Vertreibung von Kain aus dem Angesicht Gottes dann halt in den Kopf. Deswegen ausnahmsweise heute mal so ein Film gezeigt, denn man kann es ja sehen, wie man will, aber James Dean war zumindest für unsere Generation so eine absolute Figur, wo wir gesagt haben, also der hat so was von intensiv, dem hat man alles abgenommen und deswegen muss man vorsichtig sein. Es gibt so viele Schauspieler da draußen, die sich einfach perfekt von heute auf morgen auf eine Rolle einstellen können. Deswegen habe ich für mich gesagt, ich möchte nie mit einer Schauspielerin zusammenleben. Ich weiß nie, welche Rolle sie mir gerade vorspielt. Und Schauspieler selber ist schon im Endeffekt ein sehr negativ besetzter Job, denn man spielt ja sich nicht selber. Man lügt ja. Man wird dafür bezahlt, zu lügen. Man wird dafür bezahlt, falsches Zeugnis zu geben. 9. Gebot. Ja, man wird dafür bezahlt, zu lügen. Gut. Und damit gebe ich jetzt mal weiter an den Viktor. Ja, vielen Dank für den Ausflug. Das ist ja mal sehr interessant, dass man ja auch so mal nochmal prüft, so in der heutigen Zeit oder ja noch in der vergangenen Zeit vor mir, aber ich glaube, ist ja noch nicht so weit weg, dass man darüber ja auch nochmal sich mal Gedanken macht, auch allgemein, was für eine Welt oder wo sich in unserer Welt heutzutage auch dieses Zeichen von Kain überall widerspiegelt. Was du sagtest, Jörg, auch auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Das Kapitel 24 von Herrscher des Bösen kann man sich dahingehend auch auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Und vielleicht
wenn sich das anbietet, müssen wir mal sehen, vielleicht mit einem kleinen Auszug können wir ja mal die nächste Studie dann nochmal vielleicht da nochmal einen kleinen Rückblick machen, wo sich es denn noch anbieten würde. Das sehen wir aber dann. Ja, ich denke, in dem Kapitel 4 ist vieles Interessantes heute besprochen worden und meinerseits ist soweit alles klar. Also ich bin gespannt dann auch auf die, beziehungsweise, nee, wir sind jetzt ja nur bis zur Hälfte des Kapitels gekommen, sehe ich jetzt ja, gerade. Nee, Vers 16, ja. Vers 16, genau. Dann geht es nächstes Mal weiter und ich werde mich dahingehend auch wieder freuen, wieder mit euch zusammenzufinden und ja, weiß ich nicht. Ich überlasse dann euch nochmal die letzten Worte, wenn ihr noch was habt. Und, nicht besonders. Es war jetzt angesehen, dass wir jetzt langsam zum Schluss kommen, nach fast 2 Stunden. Ja, und, sind wir mal so weit dann auch. Den Leuten ein wenig Ruhe gönnen bis zur nächsten Bibelstudie. Ich hoffe nur, dass sie auch Spaß daran haben, sich das anzuschauen und vor allen Dingen nicht nur Spaß haben, sondern dass die Leute auch etwas lernen. Weil da geht es ja im Grunde draus. Wir wollen ja mit dieser Studie den Menschen die Bibel ein wenig dichter beibringen und wir wollen ihnen zeigen, wie wir in der Bibel studieren und das soll manchen, die es vielleicht nicht tun, als Beispiel dienen, wie man das vielleicht auch machen kann und dass man immer probiert. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Satz. Er steht irgendwo im Buch der Apostelgeschichte. Da geht es um die Beröer, die jeden Tag in der Bibel lasen, um zu sehen, ob die Dinge so waren. Welche Dinge? Na, die Dinge in der Welt, die alles in dieser Welt gemessen haben an dem Standard der Bibel. Und das versuchen wir mit dieser Studie auch. Wir versuchen, Dinge reinzubringen, wie James Dean zum Beispiel jetzt mal heute, was hier dran gekommen ist. Wir versuchen, andere Dinge aus dem Leben zu nehmen, aus dem Leben, in dem wir ja auch leben, in diesem antichristlichen System und versuchen, diese Dinge an der Bibel zu messen und biblisch zu erklären. Das beinhaltet für mich auch Bibelstudie. Das bringt für mich ein besseres Verständnis der Bibel. Und ich denke, dass meine Brüder Michael und Viktor mir damit zustimmen und dass wir das auch in unser Gebet einschließen, dass diejenigen, die sich das anschauen, dieselbe Erkenntnis erlangen können durch ein seriöses Studium der Bibel. Und deswegen bleibt mir gar nichts anderes, als zu sagen, bis zum nächsten Mal, studiert eure Bibel und Maranatha.